Jetzt noch zum zweiten Teil der iOS-Tastatur. Ganz unten links habe ich die Weltkugel. Dort kann ich umstellen, zum Beispiel auf die Emoji. Da habe ich natürlich Flaggen. Ich kann auf Gesichter gehen. Das kennt man natürlich. Sobald es irgendetwas Menschliches ist, kann ich darauf bleiben und die Hautfarbe ändern. Zum Beispiel bei der Katze habe ich jetzt nur eines. Das kommt dann rein. Bei den Fingernägeln könnte ich jetzt auch eine schwarze Frau nehmen. Gut, da findet man Jenstes, das kennt man. Das wird auch immer wieder angepasst. Kommen mehr oder weniger. Ich kann wieder hier auf die Deutschschweizer Tastatur oder je nachdem, was ich eingestellt habe, kann ich auch noch auf Japanisch umstellen. Das geht relativ gut. Dann stelle ich wieder auf die Deutschschweizer Tastatur um und wenn ich jetzt schreibe FG, dann wird das mit freundliche Grüße bei mir übersetzt. Wenn ich jetzt schreibe RTH, wird das mit meinem Namen übersetzt. Wie mache ich das? Für das muss ich wieder in die Einstellungen, wieder allgemein, wieder Tastatur und dort in die Textersetzungen. Die haben wir hier. Und da kann ich das so einstellen, was das kommt. Es hat solche drin, die schon drin sind vom Gerät her und solche, die ich gemacht habe. Auch das geht wieder. Das habe ich schon auf dem Mac gezeigt. Klammer C, Klammer zum Beispiel geht oder solche Sachen. Also ich gehe nochmals retour. Hier ein bisschen kompliziert. Klammer C, Klammer. Und dann kommt das Copyright-Zeichen. Gut, dann das nächste. Wenn ich hier auf dieses Mikrofonsymbol klicke, dann kann ich, wenn ich es aktiviert habe, kann ich mit dem iPhone sprechen. Heute haben wir sehr warmes Wetter. Und Sie sehen, das funktioniert wirklich gut. Dann möchte ich noch zeigen, wenn ich jetzt irgendeinen Satz gemacht habe. Schütteln, widerrufen. Schütteln, widerrufen. Schütteln, widerrufen. Das geht relativ gut. Dann wieder schütteln, Eingabe wiederholen. Schütteln, Eingabe wiederholen. Schütteln, Eingabe wiederholen. Also so haben wir eigentlich Command und Z und Command Shift und Z, dass Sie, wenn Sie etwas geschrieben haben, versehentlich gelöscht habe, schütteln Sie Ihr Gerät und dann können Sie den Text wiederholen oder wieder etwas dazu nehmen oder wegnehmen. Das sind noch zwei, drei kleine Tipps. Ich hoffe, Sie hatten Spaß daran.